So, Freunde. Ja, wir werden ja demnächst Maus Akrobat als Kommandanten eventuell bekommen. Und da hätte ich doch mal direkt mal eine Frage. Maus Akrobat, mein Lieblings-YouTuber und Streamer. Wenn ich demnächst dich in meinem Panzer als Kommandanten habe, werde ich dann auch wie bei dir besseres Matchmaking bekommen von Wargaming? Und wenn ja, um wie viel Prozent wird sich meine Winrate nach oben steigern? Was schätzt du? Denn zum Beispiel, wenn ich meinen Kampfpanzer 07 PE fahre, bekomme ich sehr oft schlechte Gefechte, weil mindestens 4 bis 6 Teammember aus meinem Team gar keinen Damage machen, ja? Und dann kommt es, wie es kommen muss. Da verliert man auch sehr oft mal Spiele, obwohl man einen overpowerten Spezialpanzer fährt. Ja, schauen wir doch mal, wie viele Nulli-Dullis in meinem Team sein werden. Man weiß ja, dass man auf dieser Map hier die Mitte defen muss, weil das eine Schlüsselposition ist. Der Gegner hat sehr viele TDs. Ich brauche dringend Mitspieler, die hier jetzt mitspielen. Ich fahre extra nicht raus, weil hier in der Mitte sehr oft TDs stehen und dann kriegst du von der Seite noch. Wir haben ja auch keinen Spot, wie man sieht, in der Mitte. Da stehen meistens in der Mitte die TDs. Und solange die nicht gespottet sind, sind wir hier absolut gefährdet. Wir haben immer noch in der Mitte keinen Spot. Badget von uns hat überhaupt keine Lust. Wahrscheinlich wartet er, bis ich mit meinem Heavy Spot liefere. Aber dabei ist das seine Aufgabe, hier Spot zu bringen. Ach ja, Mausi Plausi als Kommandant. Bin mal gespannt, was da für Voicemails sind. Bestimmt auch irgendwas mit Akku, oder? Bei den Voice-Over. Ja, wir müssen jetzt mal schnell hier aufräumen, weil der Gegner da die Medium Line irgendwie pusht. Ich glaube, ich gehe schon mal zurück. Base Defen ist schon sehr wichtig hier. Nicht, dass die Flanke komplett zusammenbricht. Ja, also die Aufgabe da, die Mitte zu spotten und zu bearbeiten, ist halt wichtig. Deswegen bin ich da hingefahren, weil ich wusste ganz genau, wenn ich da nicht hinfahre, fährt kein anderer dahin. Genauso kam es auch. Man muss auch manchmal auf Damage verzichten und eine wichtige Schlüsselposition besetzen, ne? Mich würde es aber auch freuen, wenn der Waffenträger
ja, endlich mal für immer und für dauerhaft in die Garagen der Leute kommt durch den Forschungsbaum. Ich sag das schon seit Jahren, aber irgendwie hört da keiner zu. Die bringen immer nur diese Events. Ja, Brudi, gar kein Thema. Also, falls ihr euch fragt, warum ich so einen schlechten Aim habe, ich spiele immer noch auf meinem Liegend-Streamer-Bett und meine Maus und Tastatur sind hier gebunkert. Oh, zwei Autoloader gegen mich. Das wird ja mal eine harte Nummer. Haben wir ja am Ende noch ein paar Killchen gemacht, ne? Jetzt habe ich leider einen Emmerich und mit einem Emmerich gegen eine Badget anzutreten ist natürlich schwierig, ne? Ja, 1000 Jahre später, da kam der kleine Peter und es kommt keine Hilfe, obwohl noch genug Panzer am Leben sind. Naja, haben wir wenigstens gewonnen, ne? Dann hätte ich noch eine Frage an Mausi Plausi, aka Maus Akrobat, aka der beste YouTuber of the old time. Wann organisierst du endlich, weil du hast ja anscheinend Kontakte zu Wargaming, dass da mal ein paar neue vernünftige Maps rauskommen? Ich weiß, da kommt jetzt ein neues, aber dieses Spiel braucht dringend sehr viele neue Maps und besseres Matchmaking. Ja, immer 3 bis 6 Nulli-Dullis in meinem Team, ne? Muss. Kein Spot für den Boslowski. 2200 fast abgewehrt, 2300 rausgehauen, 1600 assisted. Nach XP, ach Gott. So, direkt noch eine Runde. Weil das kann es ja wohl nicht sein. Ich würde gerne mal sehen, dass Maus Akrobat seinen Einfluss auf Wargaming ein bisschen, sagen wir mal, in die richtige Richtung erhöht, ne? Zum Beispiel würde ich mir auch so einen Akku als Kommandanten wünschen, ne? Weil, wo kommen wir denn da hin, Alter? Der Gegenspieler von Maus Akrobat ist nun mal Akku. Ne? Die ewige Liebe zwischen uns muss ja auch irgendwie gewürdigt werden, oder nicht? Meine Güte, Alter. Ich werde jetzt also diese Runde jetzt noch aufnehmen und dann hochladen und dann werde ich euch mal heute Abend einen Zusammenschnitt hochladen, wie ich die letzten Tage und Wochen schon wieder sehr oft Totalausfallteams bekommen habe, nämlich 4 bis 6 Panzer auf Stufe 10 ohne Damage. Ja, wir dokumentieren ja das Ganze, ne? Es nimmt echt Überhand. Ja, ich bounce natürlich, ne? Ganz klare Sache.
Ja, sage mal, hat der Akku schon 2 Kills in den ersten Sekunden des Spiels, Alter? Kann das sein? Ist der Akku wirklich so gut? Meine Güte, das ist ja abnormal, Alter. Ja, wir haben hier irgendwo Leute stehen, die mich spotten. Leider hat unser Team auch schon 2 Panzer verloren, ne? Der Spot in der Mitte ist irgendwie nicht da. Ja, Freunde, wir haben ein dickes Problem leider. Ja, warum ist da niemand eingeaimt, fragt man sich doch. Warum ist da rechts niemand eingeaimt, wenn der Typ da rauspiekt? Das macht natürlich gar keinen Sinn, ne? Ja, Gegner-Arty hat mir jetzt gerade eine schöne, saftige 400er reingedrückt. Ja, wir verlieren hier die rechte Seite, ne? Obwohl der Typ da die ganze Zeit offen rumsteht. Wir haben ja auch hier oben genug Leute stehen, ne? Ja, ist schon traurig, Alter, dass da niemand auf das Ding schießt. Sehr, sehr traurig finde ich das. Sehr, 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 sehr traurig finde ich das. Unsere TDs, die da oben stehen, sind maximal offline anscheinend, ne? Totalausfälle so gesehen. Ja, schau doch mal, ne? Der Akku hat schon 3 Kills. Das ist brutal, Alter. Das Spiel ist ja auch gerade mal 3-4 Minuten alt. Ja, schau mal, der Akku hat schon 4 Kills, Alter. Das ist ja brutal, ne? Freunde, Freunde, Freunde. Das ist einfach super geil. Ja, wir haben da drüben zu viele Panzer und bei mir und auf der rechten Seite zu wenig Panzer, ne? Das ist wieder mal typisch auf dieser Map.
Naja, es ist halt entscheidender Moment. Jetzt müssen die Leute eingeimpft sein, ne, wenn wir hier vorfahren. Ansonsten sterben wir hier umsonst. Ja, guck doch mal, 5 Kills schon der Boss. Trotz, dass ich hier auf der Matratze liege und meine Maus die ganze Zeit wackelt beim Einaimen, ne? Trotzdem. Beste, wo gibt 2 Siege mit dem Kampfpanzer 07 PE und Grüße gehen raus an Mausi Plausi, demnächst als Kommandanten bei mir im Panzer und ich werde eine 50% höhere Winrate haben, ne, Mausi? Das muss doch eine gute Investition sein, Alter. Du musst doch bei Wargaming für die deutschen Mitspieler ein bisschen was rausholen. Dafür, dass wir da den Kommandanten reinballern in unsere Panzer, weißt du? Also ich möchte dann so ein softes Matchmaking haben wie du. Beste, wo gibt? Ja, guck doch mal, ne? Ein Kill nach dem anderen, Alter. Meine Güte, der Boslowski. Ich aber auch sehr brutal, ne? Ja. So muss das. Ach ja, Freunde, ich brauche ein paar fähige Mitspieler. Ich habe ein bisschen bei mir im Clan rausgeräumt. Leute, die offline oder AFK sind. Also, wenn ihr mehrere Zehner habt und ein bisschen Bock habt, dann bewirbt euch. Aber bitte keine Leute mit 2.000-3.000 Gefechten. Ich brauche schon Leute, die schon sehr oft am Tag spielen oder viele Gefechte am Tag machen. Ne, weil wir wollen ja auch Ressourcen haben und so weiter. Och du, egal, passt schon. So, was haben wir denn heute für eine Winrate? 53,5. So, und heute Abend laden wir nochmal ein paar Videos hoch. Ne? Also bleibt dran, abonniert, liken und wie gesagt, Maus Akrobat, wir brauchen neue Maps, wir brauchen einen Waffenträger dauerhaft bitte im Forschungsbaum. Und ja, der Akku muss natürlich auch demnächst als Kommandant vorhanden sein, weil, ey, Maus Akrobat, du weißt, wir sind hier. Ne? Wir gehören zusammen, Alter. Wir lieben uns, du weißt.